Gebet um Heilung. Quelle: Gebete, die Wunder wirken. Osborn. Jesus Christus nahm alle Folgen deiner gefallenen Natur auf sich, damit er in dein Leben als Arzt und Retter kommen kann. So sprich nun dieses Gebet. Lieber Herr, ich danke dir für deine Verkündigung, dass du der Herr, mein Arzt bist. Ich danke dir, dass du mich, deinen Erlösungsplan wissen lässt, der körperliche Heilung mit einschließt. Ehe ich verstanden hatte, dass Krankheit und Gebrechen, Leiden und Schmerz von der Erbsünde und Auflehnung Adam und Evas herkamen, nahm ich an, dass es keinen anderen Ausweg aus der immer gegenwärtigen Drohung körperlicher Krankheit in meinem Leben gebe. Ich wusste, dass trotz der Wunder moderner Medizin unsere Welt immer noch voll von Krankheiten, Leiden und verkrüppelnden Gebrechen ist. Jetzt weiß ich, dass all dies die Folge von Sünde und des Bösen im menschlichen Herzen ist. Ich verstehe jetzt, dass die gefallene satanische Natur des Menschen so voll von listigem Betrug, Auflehnung, Gewalttätigkeit und Hass ist, dass sie den ganzen Menschen in Mitleidenschaft gezogen hat. Die Menschen haben nichts als Zerstörung und Verdorbenheit der Gesinnung des Geistes und des Körpers gekannt, weil Satan ihr Herr war. Ich staune, dass du die Menschheit nicht in der Gefangenschaft des Satans gelassen hast, nachdem ich mich gegen dich aufgelehnt und deine Lebensgesetze verstoßen hatte, verdiente ich den geistlichen Tod. O, welche Liebe hast du mir kundgetan, dass du deinen unschuldigen Sohn zum Sündopfer meiner Sünde gemacht hast? Warum hast du mich so sehr geliebt? Da lag nichts in meiner Natur, was deine Gnade verdient hätte. Ich danke dir für deine unendliche Liebe, denn ich war ganz und gar nicht wert, geliebt zu werden. Die Trennung von dir hat in meinem Leben ihren schrecklichen Tribut verlangt, so dass mein Körper verwundbar war für alle Arten von Gebrechen und Krankheiten, die dem Teufel einfielen, um mich zu quälen und meine Nützlichkeit zu zerstören. Jetzt verstehe ich, dass Jesus nicht nur die volle Strafe aller meinen Sünden bezahlt hat, sondern dass er auch die Konsequenzen meiner sündhaften Natur getragen hat. Jetzt weiß ich, dass er fürwahr alle meine Krankheiten auf sich genommen und alle meine Schmerzen erlitten hat. Meine körperlichen Gebrechen und Schmerzen, so dass ich vollkommen geheilt werden kann. Sein Körper wurde gemartert. Er wurde so geschlagen, dass er nicht wieder zu erkennen war. Sein Aussehen war hässlicher als das der Menschenkinder. Sein Rücken war von Striemen überzogen. Als sie ihn schlugen, haben sie auf seinem Rücken geackert und ihre Furchen langgezogen. Er wurde verwundet und zerschlagen. Jetzt weiß ich, dass ihm alle meine Krankheiten auferlegt wurden. Er litt für mich, damit ich frei sein kann. Jetzt verstehe ich, was Jesus in seiner großen Liebe für mich getan hat.
Ich danke dir, Herr, dass du mir diese Botschaft der guten Nachricht geschickt hast. Ich glaube sie und nehme sie an. Lieber Herr Jesus, ich antworte auf deine Liebe. Ich nehme dich in mein Leben auf und empfange dein Wunderleben in mir hier und jetzt. Ich verstehe, dass alle Krankheit und alle Sünde dieselbe böse Quelle haben. Satan, den großen Betrüger. Ich wende mich von ihm mit völliger Entschlossenheit ab. Und ich heiße die Gegenwart und Frieden, das Leben und die Gesundheit meines Herrn in meinem Leben willkommen. Du hast meine Sünden und meine Gebrechen getragen. Jetzt bin ich frei von ihnen. Du hast meine Krankheiten erlitten. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Die Gnade und das Leben Jesu Christi, die jetzt in mir wohnen, heilen mich von aller Sünde und Krankheit. Ich bin errettet, ich bin geheilt, ich bin frei. Ich verstehe und glaube jetzt, dass Satan alle Herrschaft über mich verloren hat. Deshalb kann mich keine Sünde mehr beherrschen und verdammen. Und keine Krankheit hat mehr das Recht, in meinem Körper zu wohnen, der jetzt der Tempel des Heiligen Geistes geworden ist. O Jesus, du bist Herr, dein Leben ist das meinige, deine Gesundheit ist die meinige, ich bin gerettet und geheilt. Jedes Symptom meines alten Lebens, meine alten Sünden und Fehler, meine alten Schmerzen und Krankheiten müssen jetzt verschwinden. Weil das Leben und die Kraft Christi mich jetzt gesund macht und heilt. Jetzt bist du bei mir und in mir. Ich danke dir, Herr. Amen. Gottes Segen seid gesegnet.